Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Satisfactory bei Microsoft TV. Mit dabei natürlich heute wieder der Benny. Hey. Ja, genau. Wie ihr seht, haben wir seit letztem Mal hier schon ein bisschen wieder angeschlossen, damit wir doch ein bisschen Ressourcen im Lager haben. Und die Liste, die wir in der letzten Folge angefangen haben, haben wir fertig gemacht im Offscreen. Echo, dreh dich mal um. Ja. Hallo. Die haben wir auf jeden Fall fertig gemacht. In dieser Folge wird es um den Supercomputer gehen. Warte, warum haben wir alternativen Flüssigkeitstransport oben ausgewählt? Weil wir, keine Ahnung was, wir wollten was schauen. Ah ja, wegen der Jetpacks. Nicht genug Platz für Jetpack. Ja, das kannst du dir doch, leg eine Sache hin auf den Boden. Und jetzt kannst du es dir da reinziehen, in deinen Body-Slot. Das, wir haben zwar jetzt bis jetzt nur einmal Benzin, aber das füllt sich irgendwie auf, sobald du es weglegst. Oder auch nicht. Es füllt sich nach jedem Server-Restart auf. Auf ein Ding. Weißt du, was ich meine? Ja. Nein, das ist kein Cheating. Wir sind ja jetzt da dran, die Computer zu erforschen. Die Supercomputer. Ja. Wir müssen sie ja gar nicht in Meilenstein machen. Ach stimmt, ist ja gar kein Meilenstein. Deshalb haben wir oben auch nicht auf Computer. Ja, und dann sehen wir weiter, was dann kommt. Ja. So, es kommt zu wenig Gummi an, das ist ja frech. Genau, wir haben ja, wie gesagt, im Offscreen eine Liste fertig gemacht. Und wir sind zum Schluss gekommen, wir werden eine eigene Schmelzhalle bauen. Die Konstruktionshalle enorm vergrößern. Wir brauchen, glaube ich, ungefähr 10 Raffinerien. Das heißt, dafür gibt es auch nochmal eine eigene Halle. Ich glaube, ein bisschen mehr. Ja, wahrscheinlich mehr. Ich weiß nicht genau, wie viel wir jetzt brauchen. Deswegen, also hier wird noch ein großer Umbau stattfinden. Weil wir brauchen eine Raffinerienhalle, die Fabrikatorenhalle muss noch fertig, eine Schmelthalle muss dazu. Ja. Und die Konstruktion muss vergrößert werden. Obwohl, vielleicht reicht der Platz sogar, wenn wir die Schmelzen raus haben und die Raffinerien raus haben. Glaube ich tatsächlich nicht, nein. Ja gut, wir müssen nochmal zusammenrechnen, was wir wovon wie viel brauchen, ne? Ja. Das allemal. Ja. Haben wir eigentlich noch ein zweites Ölfeld? Da laufen zwei Ölfelder rein. Okay. In unser Ding. Ja, ich meine, weil das wird schwierig, die Raffinerien zu versorgen. Aber das sollte theoretisch hoffentlich kein Problem sein. Gut, wie ist es auf den Platinen? Wie viel brauchen wir noch? Ich brauche noch 65. Und dann können wir die Forschung starten. Okay. Die Forschung dauert wie lange? Weiß ich gar nicht. Schau ich gleich mal nach. Aber ich meine, ungefähr schon der Umbau beginnen quasi, wenn wir hier noch keinen Supercomputer wissen, was die brauchen. Ja, weil die müssen wir ja dann noch in unsere Liste hinzufügen. Ja. So, dann schauen wir doch mal, renne ich mal eben schnell dahin. So, ja, wir haben jetzt hier die ganzen Manufaktoren. Was ich aber glaube ich schon machen kann, ist die Schmelzen rauskloppen, oder? Ja, doch, das kannst du schon tun. 3 Sekunden tatsächlich nur. Wie 3 Sekunden? Die Forschung an sich braucht 3 Sekunden. Ach so. Und ich wollte auch noch irgendwas. Ach ja, stimmt, ich weiß nicht, was ich also, machen wollte. Gut, hier haben wir die Raffinerien stehen. Wenn man erstmal überlegt, von den Dingern brauchen wir wahrscheinlich 10 oder noch mehr. Das ist lustig. Ja, das wird heftig. Wo stellen wir die Halle hin? Also ich wäre dafür, wo das Öl herkommt, aus der Richtung so circa. Ja, macht ja an sich Sinn. Exakt. Aber wir müssen halt gucken. Nur logisch. Wir müssen halt gucken, wie das aussieht nachher, ne? Von wegen Raster und Kohle und auch keine Steine im Weg, genug Platz und so, ne? Ja, wir werden eine Lösung finden. Also, dann hau ich jetzt mal alle Schmelzen hier weg, ne? Mach das. Warte, macht das Sinn mit einem fast vollen Meter? Tatsächlich nicht, nein. Nein. Leere es davor aus. Also, das, was du nicht ins Lager bringen kannst, kannst du eigentlich dem Schredder verfüttern. Haben wir ein leeres Lager zum Einsortieren in Dingens drin? Nein, weil ja nicht alles einsortiert wird. Deshalb hattest du dich da mal gegen entschieden. Stimmt. Sobald wir ein größeres Lager haben, wird es aber auch erledigt. Versprochen. Ja, weil ich habe nämlich ohne Ende Beton drin.
Ohne Ende Stahlplatten drin, ohne Ende Stahlträger drin. Wusstest du, dass wir hier bei den Konstruktoren auch nochmal Lager stehen haben, wo die teilweise voll sind? Ja. Das wird lustig, die dann rauszukriegen. Wir haben hier über 1, 2, 3, 6, 7, 8 mal 3, 8, 6, 24, 24 mal 5. Wir haben über 10.000 Turbodraht. Ach du Scheiße. Exakt. Eine Bombe mit 10.000 Turbodraht. Naja, es passt in ein kleines Lager. Das heißt, wenn wir ein großes Lager haben, passt das auch. Ja, wir haben ja ein Turbodrahtlager hinten. Wir müssen es bloß eben anschließen. Und wir müssen davor die Produktion kappen. Dass dies nur noch leer läuft, ja. Ja, wenn wir hier, ist das, wie sagen Wollen wir wir einfach das? einmal alle Miner ausschalten? Wäre, glaube ich, das Sinnvollste. Damit alle Fördermänner leer laufen, meinst du, ne? Richtig. Ja, dann mach das mal. Okay, ich schaue noch mal ganz kurz nach, wie viele Platinen wir haben mittlerweile. Und ich guck mal in den, ich schließe mal in den Turbo dran an, unser System an, ne? Ja, das. Das müsste der sein, ne, das war Turbo dran. Ja. Ja. Boah, gut, dass wir diesen Dings haben, ey. Ja. Gut, was wollte Wieso haben ich wir zwei machen? Linien Welche mit Änderung? Turbodraht? Weil wir eine ins Lager laufen hatten lassen und eine in die Manufaktorenhalle gegangen ist. Darum. Wollte irgendwas machen. Ach ja, die Minerkappen. Ich erinnere mich. Ja. Ich stelle die einfach auf Standby. Oder nee, ich mache sie vom Strom weg. Dann sind sie zu 100% aus. Okay. Und Lass mich doch einmal überlegen. Von da kommt der Strom. Das heißt, wenn ich diese Leitung hier kappe. ja. Sieht zwar jetzt ein bisschen krüppel aus, aber ist ja nur provisorisch. Noch eine Frage, wie wollen wir das mit dem Quarz machen? Weil ich schätze mal, das Quarzlager muss weichen. Und das Ja. Schwefellager. Die sind randvoll. Was machen wir mit denen? Wo haben wir die stehen? Die Lager direkt neben der Konstruktorenhalle prinzipiell. Wie haben wir für Open Lager? Weil wir das gebraucht haben zum Forschen etc. Und dann hatten wir gesagt, ja, wir bringen sie einfach mal in unsere Nähe. Ja. Ja. Und wir brauchen es für die Karte. Ja. Dem Quarz, ey. Warum haben wir vorne Kriteriumbarren drin? Also hast du ja mittlerweile alle Miner aus? Außer die Kohle-Miner, ja. Warum Der auch ist in der anderen Richtung. Da muss ich noch mal dahin rennen. Da war ich noch nicht. also außer den Stromminer natürlich, ne? Der ist noch an, ja. Der Stromkohlemeiner. Der versorgt sich ja von selbst. Ja. Dann muss ich die Leitung hier noch kappen. Weil dann können euch alle Fördermänner schön leer laufen. Und wir haben nachher hier keine Probleme mit irgendwie Inventarplatz oder so. Hoffentlich. So, ich leere mal hier vorne eben mein Inventar aus, ne? Klingt nach einem Plan. 151 Turbodraht. Alter, ich habe gefühlt 10, ich habe gefühlt 1000 Stahlträger in meinem Inventar. So, der kann ruhig weg. Da habe ich 100er Stack. Barren können weg, brauche ich nicht. Motoren brauche ich genauso wenig. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Ein Kabel, was will ich damit? Also einmal bitte sortieren. So. Gut, es sollten alle gekappt sein. Okay. Ja, sieht gut aus. Wieso habe ich 131 Motoren und 187 KI-Begrenzer im Inventar? Das ist jetzt die Frage. Und 1, 2, 3, 4, 5, 545
Nee, Quatsch, 645 Beton. Ich weiß es nicht. Genauso wie 300 Eisenplatten, 172 Stangen, 284 Kupferblech, 7 Modular Rahmen, fast 2000 Schrauben. Und nochmal gute 500 Stahlrohre. Ja. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich muss mal 886. ganz kurz zum Telefon. 886 Stahlträger, ey. Gut. Aber wir haben erstmal hier ein bisschen Platz. Wir können jetzt oben ein bisschen was weg. Nee, können wir noch nicht. Feuerwehr müssen erst leer laufen. Gut, darauf müssen wir jetzt warten. Die Miner sind ja alle ab aus. So, einmal die Röhre. Kabellinie. Also wenn die auch nie leer. Wenn die hier die ganze Zeit stocken. Ups. Gut, der läuft direkt rein. Das ist auch alles belegt. Haben wir irgendwo eine freie Öffnung für Pauschal die Kabel, sag ich jetzt mal. Okay, da soll alles rein, was geht. Ja. Yeah. Ja. Ja, wir stellen hier nochmal einen Fusionator hin. Logistik. Fusionator. Ja. So kriegen wir das da auch leer, was die Kabel angeht. Ja, der Beton lässt nach. Draht läuft auch runter. Kabel laufen runter. Was haben wir denn noch da oben? Wir gucken nochmal nach, was da oben noch liegt, was wir noch nach unten führen können. So. Okay. Also Kabel, Draht. Das läuft. Läuft da rein. Kabel. Boah. Noch mehr Kabel. Beton. Draht läuft nicht. Wieso nicht? Die angeschlossen. Ja, Kupferblech. Ja, ich glaube, wir müssen die Stück für Stück leer laufen lassen. Wir können auch nur Stück für Stück abreißen dann. Ja. Das gleiche Problem wie mit Turbodraht. Aber wir können das eigentlich anders machen. Wir haben da unten zwei Linien angeschlossen. An die eine können wir was anderes anschließen, damit wir den hier einfach wegkappen. Ja. Lassen wir das hier eben leer laufen, quasi. Das Band. Und dann schließen wir da gleich was anderes an. So, das Lager mal leer laufen. Das wird dann ewig dauern, bis das leer ist. So. Muss halt nur die Strecke weg. Ich glaube, wir werden unser Lager noch mal vergrößern.
Gut, ich bin wieder da. Okay. Ja. So. Was hast du in der Zeit gemacht, als ich weg war? Ein bisschen geguckt, was wir aus dem Lager schon oben rauskriegen können aus der Okay. Konstruktion. Ich mache gerade tatsächlich auch etwas Sinnvolles. Man glaubt Ah. es kaum. Aber Ich habe kannst ja vor manche Miner du. Ja. zweite Stromausfeldlager hingepackt, die dann mit dem Erz volllaufen. Ja. Ja, die leere ich jetzt manuell in den Mülleimer in meiner Hand hier rein. Okay. Dass es einfach schneller leer läuft. Ja. Aber dass es leer läuft, müssen wir auch alles wieder ans Lager anschließen. Ansonsten werden ja die Konstruktoren voll und dann können die ja nicht mehr produzieren. Und dann wird es ja auch nicht weniger. Oder liege ich da falsch? Ja, deswegen bin ich hier oben gerade am Sortieren, was Ach wir so, schon weglaufen perfekt. lassen können. Ich meine, Perfekt. Katerium läuft schon. Heißt, sobald Katerium leer ist, kommt auch nichts mehr daher. Ja, die Quelle. Ich laufe noch mal kurz hinterher. Doch, die ist gekappt, ja. Oh. Und dann könnten wir ja sogar die Förderbänder ordentlich machen. Wenn die Förderbänder endlich weg sind, ne? Also, Ja. dass die nicht so sind, wie sie halt jetzt sind. Auch schick. Was denn? Ich habe einen Förderer Mast aus einem anderen Förderer gestellt. Ja. Wo muss das gemacht werden? Einfach nur, um noch mal ein bisschen Beton mehr ins Lager zu packen, ja? Naja, kann der nämlich leer laufen. So, und flupp. Ja, oben. Dann schaue ich doch mal, ob wir mittlerweile genug Platin haben. Das wäre schön, ja. Dann kann ich die Computer herstellen. Wir haben genug. Super. Ich hoffe, die Kalksteinmeiner hören auch bald auf zu laufen. Ja. Gut, aber die Gießereien. Da Ja. müssen wir vorne dran einfach irgendwo die Ölleitung. Nicht die Gießereien, sondern die Raffinerien. Da Ja. müssen wir vorne dran einfach die Ölleitung kappen, dass die leer laufen. Okay. Mache ich mal eben kurz. Supercomputer schon erforscht, nee, ne? Mache ich sofort. Dafür muss ich noch kurz. So, Ölleitung sollte leer laufen jetzt mit der Zeit. Okay. Boah, ey, wie viel Schrauben einfach nur ins Lager laufen. Ja, Ölleitung wird weniger. Gut, dann erforsche ich. Dann will ich jetzt noch schnell die restlichen 24 Computer her. Ja. Und dann passt das. Okay. So. Na. So. Ich habe die Kabel jetzt übrigens auch ins Lager laufen lassen, ne? Damit die Ja. auch fertig verarbeitet werden. Ja, du musst nur ab und zu dann ins Lager schauen, dass das nicht überfüllt, also dass nicht die industriellen Lagercontainer zu voll werden im Lager. Meinst du? Sonst verstopfen die hier. Ja, ich weiß. Könnte bei Kabel spannend werden. Ja. Und bei Kupferblech wird es zu 100% spannend. Hä? Okay. Okay. Was ist? Heiko. Wow. Was ist? Wir haben ohne Ende Kabel, ey. Ja, ich weiß. Wir haben ja gerade von Lagercontainer voller Kabel hier oben. Ja, ich weiß. Und ich wundere mich, warum das nicht leer läuft. Ja gut, Dann dann müssen werfe wir. einfach zur Not ein paar in den Mülleimer. Na, ich muss mal ein bisschen umsortieren hier gerade. Kannst du das einfach direkt in deinem Inventar runter reinziehen, weil das haben wir, glaube ich, genug Kabel. Ja, ich verschwende jetzt hier nichts.
Okay, dann lass es in Schredder laufen, das ist keine Verschwendung. Ich habe die 50. Dann beginne ich in Vorstellen. 3, 2, 1. Und es ist fertig. Jetzt. Was denkst du, braucht der Supercomputer? Eine Menge Computer. Er braucht Computer, Ja. KI-Begrenzer, Ja. Highspeed-Anschlüsse und Plastik, also Kunststoff. Also ist er gar nicht mal so teuer. Nee. Außer halt, dass er einen Computer braucht. Aber ansonsten geht das. Und er hat, und wir können den. Ah, nee, warte. Durch ihn haben wir jetzt freigeschaltet den Geothermie-Generator. Was auch immer das sein mag. Kann nur auf einem Geysir errichtet werden. Erzeugt Energie. Das ist geil. Ja. Ja, dann haben wir bald schon fast alles erforscht. Naja, der auch immer im Weltraum läuft, ne? Erforscht, nicht Meilenstein. Ach so. Ja, gut, dann. So. Ja, warten wir, dass es leer läuft. Was es aus dem Gut. Grund nicht tut. Okay, Kabel werden geschreddert. Perfekt. Wir könnten eigentlich auch hier abhelfen und alles in Ja, Schredder aktuell auch laufen drei lassen. Coupons, ne? Ja, brauchen wir bloß momentan nicht. Das ist wahr. Gut, warum lauft ihr nicht leer? Weil ihr voll seid. Kein Wunder, könnt ihr ja nicht leer laufen. Hier produzierst du Kieselsäure, halt stopp. So, gut, aber dann war es auch wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne ein Like und auch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Ja, und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.